Halli und Hallöchen, meine lieben Freunde. Und damit darf ich jetzt zu einer Folge von Let's Play Goodbye Deponia begrüßen. Wir sind ja in der letzten Folge hier in diesem komischen Müllpresse eigentlich stehen geblieben. Und ich habe jetzt auch geguckt, wie der Soundtrack heißt. Im Dings heißt der Soundtrack nämlich Rufus Back in Hell. Nicht so schön. Hier müssen wir auf jeden Fall was umstellen. Machen wir mal Feuer. War der Anleitung. Na prima, Rufus ist toten in der Hölle gelandet. Also er ist wirklich tot. What the fuck. Alles, was ihm jetzt noch bleibt, ist mit Hilfe der Sicherung die Reihenfolge der Demontagestation zu verändern, sodass er in einem Stück am Ende des Fließbands ankommt. Aber was das jetzt noch bringen soll, Tipp. Der Laser kann Rufus nicht nur zersägen, sondern auch wieder zusammenschweißen, wenn er eine feste Konsistenz hat. Lass uns mal zersägen. Warte. Ja, so vielleicht. Hä, wo ist jetzt der letzte Sockel? Hallo? Ist der jetzt weg oder was? Hä? Ich kann aber nicht mehr zurück. Escape vielleicht? Nee. Ah. Leute, der letzte Sockel ist weg. Ne, merkt ihr. Ich kann auch nicht mehr zurückholen. Ich kann hier auch gar nichts mehr platzieren. Ich kann nur noch so machen. Das heißt, dass ich das machen muss, weil ich kann sonst nichts mehr machen. Ich könnte halt F4. Warte mal, kann ich einen anderen Spielstand laden? Da wollte ich gerade bei Dexter einen Screenshot machen und skin ich. Ja, dann überspringen wir das eine Rätsel. Es wäre sowieso fast richtig gewesen. Naja. Sorry dafür, passiert nie wieder, aber das war gerade wirklich an einem Bug schuld. Dann gehen wir halt mal da runter und gucken, was jetzt passiert. Aber krass, dass es wirklich die Hölle darstellen soll. Also zuerst werden wir dann in Eis verwandelt, klar. Dann zersägt. Dann kann es der Laser wieder zusammensetzen. Dann werden wir verbrannt, dass wir wieder auftauen. Und dann halt einfach so zerschlagen. Aha. Der ist nicht so glücklich in der Hölle, ne? Und das ist dann wohl dieses berühmte Licht am Ende des Tunnels. Dämlicher Demontageroboter. Ist ja selber schuld. Ich werde ihn noch mitnehmen. Ja, dann gehen wir wieder, ne? Vielleicht bringt uns das ja noch was. Gehen wir mal ins Licht und gucken, was passiert. Krass, wir sind wirklich in die Hölle runtergefallen. Von wegen Licht am Ende des Tunnels. Das ist nur ein beleuchteter Knopf. Hä? Das ist ja gar nicht die Hölle. Das ist so eine Art Fabrik. Und eine verdammt schäbige obendrein. Heißt das etwa, ich bin gar nicht tot? Kann mir mal irgendjemand erklären, was hier vor sich geht? Das würde mich aber auch interessieren. Bah, wurscht. Vor allem, warum redet der so komisch? Man kann auch nur sich Sachen angucken, hat das was mit dem Rätsel zu tun? Ich glaube, Rufus hat aktuell selber keinen Bock mehr auf das Spiel. Kommt mir in seiner Einstellung zumindest so vor. Hey, du! Aber das sieht aus wie du tot. Bleib doch mal stehen! Ich verlange Antworten! So ein Mist! Ist bald mal Feierabend? Ist bald mal Feierabend? Ja, anscheinend nicht. Das hat alles mit einem Rätsel zu tun, auf jeden Fall. Aber das bleibt noch lösen müssen? Ich weiß es nicht. Ein Hindernis nach dem anderen. Laufen wir einfach mal weiter. Wir können ja sonst nirgends anders hin. Okay, wir können schon mal Öl mitnehmen. Ein Flakon, was ist denn das? Dieser Flakon ist leer. Nutzlos. Ein angemessener Konverter meiner Hoffnungslosigkeit. Komm, Rufus, so wird's auch nicht besser. Was soll ich damit? Reines Leergut.
Oder vielleicht. Bin ja normalerweise nicht zimperlich, was Altöl betrifft. Aber das hier ist schon ganz grün und stinkt nach Oliven. Ah, das kann nicht mehr gut sein. Vielleicht kann man da vielleicht was machen. Wenn das hier die Küche ist, bin ich wohl doch in der Hölle gelandet. Es gibt effektivere Methoden, um etwas kurz und klein zu kriegen. Ja, kennst du dich mit aus. Schon komisch. Die Ölmühle ist möglicherweise das einzige hier, was nicht geölt werden muss. Ja, vielleicht sollte man da das Öl rein. Ach, egal. Das Wasser sieht ja ganz anders aus als meins zu Hause. Es sprudelt. Und grün ist es auch nicht. So ist auch normal. Ja, nimm einfach den kompletten Wasserspender mit. Was ist unter der Tür? Ach, das gibt's doch nicht. Dieses Mistviech hat die Tür von außen verriegelt. Ach, das wird ihm letztlich auch nichts nützen. Oliven? Nicht, dass ich mich mit Oliven wirklich auskennen würde. Aber dass die hier noch nicht reif sind, ist doch offensichtlich. Die sind ja noch ganz grün. Das ist eigentlich normal bei Oliven. Soweit ich das weiß. Auf dem Sack steht Sojabohnen. Aber drin sind nur so weiße Kügelchen. Vermutlich eine Kakerlakenkolonie. Okay, und jetzt machen wir daraus aus den Sachen Öl. Keine Ahnung, für was das gerade gut ist, was wir hier machen, wenn ich ehrlich sein muss. Das wird dadurch auch nicht leckerer. Und jetzt haben wir mehr Öl, oder wie? Wenn das hier die Küche ist, bin ich wohl... Wenn das hier die... Wenn das hier... Wenn das... Wenn das... Wenn das... Ich bin tatsächlich ziemlich geladen. Aber ich finde bestimmt etwas Besseres, um Dampf abzulassen. Ach, er ist sogar sauer. Können wir vielleicht gegen die Tür schlagen? Ja. Rufus kratzt. Keine Tür gesagt. Dieser Welt vermag es, einen Rufus auf Dauer aufzuhalten. Die Stimme gerade von dem gefällt mir irgendwie gar nicht. Muss ich ja mal so sagen. Gehen wir mal weiter. Ich bin gerade schon gespannt, was hier abgeht. Simon hat mir auch gesagt, dass das Bottle aufgeklärt werden muss. Also Heavy Games Production. War schon in ein paar Läuferungen dabei. Hey! Hallo! Was soll das Versteckspiel? Oh, ich habe Besuch. Wie schön. Nicht ist hier schön. Na doch. Du lebst wieder. Ist doch fantastisch. Ach, das schon gar nicht. Ich sollte eigentlich tot sein. Jetzt beruhige dich doch erstmal. Möchtest du vielleicht einen Pfefferminztee? Der entspannt und macht einen frischen Atem. Es gibt nichts Besseres, wenn man gerade erst wieder auferstanden ist. Ich hab keinen Bock auf Pfefferminze. Ich will antworten. Jetzt bin ich gespannt. Wo bin ich hier? Wo bin ich hier? Willkommen in meinem bescheidenen Zuhause. Du wohnst hier? Hübsch, nicht wahr? Früher einmal war das hier die Anlage, in der der Organon erschaffen wurde. Es handelt sich um eine Klonfabrik. Sieht aber eher wie eine Müllverwertungsanlage aus. Ist es auch. Man benötigt viel organisches Material, um Menschen zu klonen. Willst du damit sagen, dass der finstere Fiskus eigentlich Biomüll ist? An deiner Stelle wäre ich nicht so überheblich, Prototyp R. Was für ein Prototyp? Was? Selber Prototyp. Ich wollte dich nicht beleidigen, Rufus. Du kennst meinen Namen? Natürlich kenne ich den. Ich habe ihn dir ja selbst gegeben. Was soll das denn jetzt? Was? Zugegeben, nicht mein kreativster Name. Du stammst aus einer Reihe von Prototypen, die der Massenproduktion des Organon vorangingen. Nur drei überlebten. Prototyp A, August, Prototyp C, Cletus, und du. Prototyp R. Rufus. A und C? Argus und Cletus. Ja, klar. Und R wie Rufus. Genau. Rufus steht für rothaarig. Ich dachte, ich könnte euch anhand der Haarfarbe unterscheiden. Aber ich habe es nie hinbekommen, dass die Haarfarbe die Pubertät überdauert. Leider war das nicht die einzige Macke. Alle Prototypen hatten Probleme, bevor ich die richtige Mischung fand. Die Klone waren als entbehrliche Arbeitskräfte konzipiert. Ich nahm euch den Respekt vor dem Leben. Danke. Leider führte es dazu, dass viele von euch auch keine Angst vor dem Tod hatten. Es gab diverse Unfälle. Okay. Ich habe ja schon gewusst, dass Argus, Cletus und Rufus, hat man gemerkt, dass sie auch den gleichen Synchronsprecher haben und dass sich Cletus, Argus und Rufus auch sehr ähnlich sind, aber dass wir Klone sind? Oder erschaffen aus Biomüll?
Hätte ich jetzt nicht gedacht. What the fuck? Wer bist denn du überhaupt? Wer bist du? Mein Name ist Hermes. Ich habe früher diese Klonanlage geleitet. Da musst du ja uralt sein. Technisch gesehen bin ich erst seit 2 Tagen am Leben. Ich klone mich regelmäßig neu. Das hält jung, aber meine Gene sind alt. Die Abstände werden immer kürzer. Okay, und warum stirbst du dann nicht einfach? Warum stirbst du nicht einfach? Warum sollte ich? Mir geht es super. So siehst du gar nicht aus. Mein Gott, akzeptier's doch. Deine Zeit ist abgelaufen. Im Gegenteil, ich bin topfit. Ja, dein Auge fällt raus. Könntest du kurz... Danke. Bitte. Wo war ich noch stehen geblieben? Du bist topfit. Ach ja, genau. Wie ein Turnschuh. Merke ich schon. Aber das kann nicht wahr sein. Das ist nicht wahr. Doch, das ist es. Aber es kann nicht sein. Ich bin nicht wie die Organons. Ich bin nicht wie die Lysenauges. Wenn ich ein Klon wäre, müsste ich dann nicht wieder ganz jung sein. Wenn ich ein Klon bin, ja, warum habe ich dann immer noch denselben Mantel an? Wenn ich ein Klon bin, warum kann ich mich dann an alles erinnern? Okay, ich bin nicht wie die Organons. Obwohl, im gewissen Maße schon. Muss ich jetzt so sagen, Rufus, aber hör mir mal an, was er sagt. Ich bin nicht wie die Organons. Das habe ich auch nicht behauptet. Es stimmt zwar, dass ihr fast identische Gene habt, dieselbe Respektlosigkeit vor dem Leben, aber eine Sache ist dir zu eigen, die ihnen fehlt. Sex-Appeal. Hoffnung. Gut, das ist was Positives. Sex-Appeal, nicht wahr? Ja, hey, freue ich, dass du Hoffnung hast und die anderen nicht. Das kann dir später ein Vorteil sein. Ich bin nicht wie Cletus oder Argus. Natürlich nicht. Cletus hatte eigentlich mal grüne Haare und Argus blaue. Ja, ich hatte jetzt nicht an die Äußerlichkeiten gedacht. Die beiden sind hinterhältig und falsch. Das bin ich nur, wenn niemand zuguckt. Die beiden sind arrogant und selbstgefällig. Nein. Ich hingegen bin du bist super. Auch so. Die beiden sind gemeine Arschlöcher und ich bin ein... Großes Arschloch. Wow, komm mal runter, Alter. Ihr seid nicht identisch, weil du viel mehr bist als nur die Summe deiner Gene. Hm? Jede Erfahrung, jede Erinnerung addiert sich zu das der Persönlichkeit, die du heute bist. Du meinst, wir waren mal komplett gleich? Aber ich hab dazugelernt? Exakt, Tukowski. Naja, zumindest so ähnlich. Das Gen zum Dazulernen wurde bei dir falsch exprimiert, aber der Rest stimmt. Das habe ich mir schon gedacht, weil Rufus lernt nie dazu. Aber hey, Hauptsache er hat ein Gen dafür, auch wenn es falsch kodiert wurde. Wenn ich ein Klon wäre, müsste ich dann nicht wieder ganz jung sein? Eine gute Frage. Siehst du diese Behälter da drüben? In diesen Reifungskammern kann ich den natürlichen Alterungsprozess simulieren. Du kannst deine Klone also bis zu einem beliebigen Alter reifen lassen. Genau. Warum hast du dich dann so alt gemacht? Sei nicht so unhöflich. Oh, ist ein Fehler passiert. Aber wir sind ein Klon? Ich komme da immer noch nicht drauf klar, sorry. Wenn ich ein Klon bin, ja? Warum habe ich dann immer noch denselben Mantel an? Ernsthaft? Oh, schon wieder die Klamottenfrage. Verdammt nochmal, ich erschaffe Leben. Man sollte denken, dass das im Zentrum der Verwunderlichkeiten steht. Aber nein, immer fragen alle nach den Klamotten. Entschuldigung. Ja, ganz einfach. Die Animatoren sind einfach zu faul, mehrere Outfits für dich zu zeichnen. Es wäre doch total stressig, wenn du in jedem Teil ein anderes Outfit anhättest. Ich meine, es sind ja mittlerweile nur 3 Tage. Ich meine, die drei Spiele spielen ja so gesehen, jeder so gesehen an einem Tag. Das ist ja nicht viel Zeit, was dafür geht. Wenn ich ein Klon bin, warum kann ich mich dann an alles erinnern? Ah, du passt ja auf. Na, natürlich passe ich auf. Das war in deinem Design eigentlich nicht vorgesehen. Aber na gut, die Technik dahinter ist eigentlich ganz einfach. Mit einem Ganzkörperscanner wie diesem hier kann ich ein komplettes Speicherabbild deines neuronalen Netzes anfertigen. Beim Reifungsprozess werden in diesen Klonkammern dort mit Hilfe von winzig kleinen Messern die sich neu bildenden Nervenbahnen in die richtige Position getrimmt. Man kann sich das so ähnlich vorstellen wie beim Beschneiden eines Bonsai-Bäumchens. Mit dem Unterschied natürlich, dass das Gehirn viel komplexer ist und die Schnitte innerhalb von Nanosekunden... Ich finde es interessant, erzähl weiter. Was war das nach nicht vorgesehen? Nicht so wichtig. Ich fand es echt interessant. Nichts von dem, was du da faselst, ergibt irgendeinen Sinn. Ich weiß.
Das war vielleicht ein bisschen viel Information auf einmal. Wenn du Fragen hast, immer her damit. Ich habe eigentlich keine Fragen mehr, aber lass mich doch einfach sterben. Warum lässt du mich nicht sterben? Genau genommen warst du tot. Ich habe deine Überreste geklont. Ja, aber warum? Ich hätte es verdient, tot zu sein. Sei nicht so hart, Rufus, zu dir. An so einem schönen Tag sollte niemand tot sein. Schön? Das ist kein schöner Tag. Ich habe alles vermasselt. Boah, kann es sein, dass da jemand einen kleinen Schuldkomplex hat? Egal, was du getan hast. Komm darüber hinweg. Das Leben geht weiter. Leben? Der Planet wird gesprengt, da gibt's dann kein Leben mehr, du Idiot. Das nennst du Leben? Das ist kein Leben. Das ist maximal ein billiger Abklatsch vom Leben. Ein Plagiat. Eine künstlich erzeugte, schlechte Imitation. Oh, hier ist nichts künstlich. All meine Klone sind aus komplett biologischem Anbau. Sagtest du nicht, dass du die Zutaten im Müll gefunden hast? Biomüll. Alles ganz natürlich. Oh, bis auf die Nukleinsäure. Die wird aus radioaktivem Schlamm synthetisiert. Aha. Das ist nicht wahr. Doch, das ist es. Aber es kann nicht sein. Das Leben geht eben nicht weiter. Es war alles umsonst. Depodia ist verloren. Genau wie Goal. Und es ist alles meine Schuld. Sorry. Warum soll ich dieses scheiß Leben eigentlich noch weitermachen? Weil es noch Hoffnung gibt. Das Leben geht weiter. Rufus hat doch Hoffnung, hat er gesagt. Wie stellst du dir das vor? Willst du mit dem Apparillo da etwa ganz Deponia klonen? Ich zeig dir jetzt mal, was ich von diesem bescheuerten Ding halte. Rufus, jetzt komm mal wieder klar. Nein, Rufus, tu es nicht. Na, dann halt mich doch auf. Ich will das nicht machen. Nein. Warum muss ich den Scheiß jetzt... Tu es nicht. Ja, ich habe ja keine Wahl, ne? Toll, danke. Nimm das. Ganz ehrlich, ich hasse die Maschine. Ich hasse die Entscheidungen, die ich gerade treffen muss. Nimm das. Nicht doch die Maschine. Warum hält er mich eigentlich nicht auf? Lass das. Ich muss, ich will ja selbst nicht, aber es ist so gescriptet. Stopp. Wahrscheinlich, wenn wir den schlagen. Aua. Wir müssen wirklich die Maschine nach unten stürzen lassen. Oh, warum, Rufus? Warum? Nein! So, jetzt bist du dran. Was hast du getan? Du hast alles kaputt gemacht. Jetzt war alles umsonst. Na endlich, er hat's verstanden. Du hattest mit allem recht, außer mit einer Sache. Das alles... ist meine Schuld. Ich war es, der damals geglaubt hatte, Deponia sei nicht länger bewohnbar. Was? Und ich habe den Evakuierungsplan entworfen. Was? Ich habe Elysium erdacht und den Organon erschaffen. Warum? Als es dann soweit war, kamen mir Zweifel. Ich blieb auf Deponia zurück, um nach einer besseren Lösung zu suchen. Ich hatte alle Zeit der Welt und habe trotzdem versagt. Meine Zeit ist abgelaufen. Ich kann nicht wieder gut machen, was ich getan habe. Ich dachte, ich hätte es verdient, mit der Schuld zu leben. Aber selbst das war noch zu optimistisch. Denn wo Leben ist, ist auch Hoffnung. Ich habe nur verdient, mit der Schuld zu sterben. Nein! Heul doch! Rufus. Goal! Was? Goal? Ja, das... Goal? Sie ist immer noch tot. Was hatte ich auch erwartet? Aber irgendwas hatte Hermes doch mit ihr vor. Er wollte sie doch nicht etwa... klonen! Ich sollte dringend mal mit ihm reden. Das Spiel ist noch nicht vorbei. Nein, er muss uns zeigen, wie man sie klonen kann. Warte, tu es nicht! Es ist zu spät, nein, Rufus. Goal. Du hattest recht. Es gibt keine Hoffnung mehr. Nein! So ein Scheißdreck. Was mache ich denn jetzt? Fuck. Leute, das war zu viel auf einmal. Ich mache an der Stelle mal eine Aufnahmepause, denn wir fliegen morgen nach Hamburg. Aber ob ich mich da mit so einer Stimmung amüsieren kann, weiß ich jetzt nicht so richtig. Auf jeden Fall bedanke ich mich an der Stelle herzlich fürs Zuschauen von der Folge.
Ich bin gerade unglaublich gespannt, wie es denn weitergehen wird. Ich glaube, ich nehme danach einfach noch eine Folge auf, weil ich einfach wissen will, wie es weitergeht, auch wenn ich noch für den Führerschein lernen wollte. Aber das ist mir gerade wichtiger. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Link zur ersten Folge, zur Playlist und zur Playlist der beiden Vorgänger findet ihr unten in der Beschreibung. Ich bedanke mich nochmal herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und habe es gestern noch zu sagen, außer tschüss.